Bip, bup, bip, bup, bip, bup, bip. Leute, ich befinde mich hier gerade auf einer extrem wichtigen Observationsmission. Aber die breche ich natürlich für euch ab. Denn wir wollen zurück unsere Aufträge, also unsere offiziellen Aufträge erledigen. Und zwar habe ich es letzte Folge noch geschafft, das Paket tatsächlich abzuliefern. Ja? Ich habe ja da ewig im Dreck gelegen und irgendwann hat sich dann der gegnerische Kollege entschlossen, sich mir zu nähern. Dann konnte ich ihn ausschalten. Und daraufhin habe ich ja festgestellt, ich bin bei voller Gesundheit. Ich habe noch Munition. Und ich bin ja quasi am Zielort. Na, und dann bin ich noch rüber gestolpert zu der Farm. Da haben sich dann auch noch mal drei aufgetan. Und dann konnte ich da aber mein Paket in die Wäsche packen. Und somit war das auch erledigt, ja. Und deshalb kümmern wir uns jetzt in... Oh, was ist das denn hier? Nice. Achso, den müssen wir auch noch mitnehmen. Das machen wir jetzt für Red Lab. Ja, da müssen wir einen Koffer abgeben beim... Ah, wie schimpft sich das hier? Bei der Werkstatt, Autowerkstatt oder sowas. Und die kenne ich sogar. Und da bin ich der Meinung, ich weiß, wo ich den hin tun muss. Und nebenbei wollen wir dann noch für Handshake aus dem Restaurant was rausholen. So, jetzt muss ich euch aber auch noch gestehen, dass das hier nachvertont wird. Ja, ich habe das natürlich wieder richtig brillant gemacht beim Videoschneiden. Ich habe ein anderes Video geschnitten und habe dann zum ersten Mal, weil es schnell gehen sollte, mit der Entferntaste gearbeitet. Auf der Entferntaste liegt aber mein Mikro bei OBS. Weil das habe ich natürlich ausgeschaltet damit. Ja, da habe ich diese Folge dann einfach mal ohne Mikro aufgenommen. Da habe ich mich hinterher wieder richtig gefreut. Gekotzt. Und jetzt habe ich gedacht, ey, ich habe jetzt so viel gemacht, ja, das kann ich jetzt nicht wegwerfen. Vor allem ist der Fortschritt ja nicht aufzuholen. Also, ich kann das ja nicht rückgängig machen. Ah, deshalb müssen wir da jetzt irgendwie so durch. Vielleicht auch eine Gelegenheit, mal sowas teilweise so einfach zu genießen. Na, ohne mein blödes Gesabbel. Deshalb sage ich euch jetzt noch, ich gehe jetzt einen großen Bogen um diese Hotspots hier gerade zu anfangen und versuche mich dann von hinten in den Ort reinzuzecken. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Die Karte war übel leer hoch. Also, ja, sonst, wenn wir aufgenommen haben, haben wir mal extrem Betrieb, ne? Oder zwei Dullis da unterwegs. Ganz weit weg habe ich erst gedacht, ah, heiß, ne? In der Stadt vielleicht ein paar viele Bots, die dann noch leben. Aber sonst ist das ja, auch wenn es keine direkte Hilfe ist, aber manchmal reicht es ja schon, wenn einer irgendwo unterwegs ist, ein bisschen Ablenkung hat, macht oder vielleicht auch schon ein bisschen ausgedünnt. Kann ja doch ein Vorteil sein. Ja, und hier habe ich mir jetzt schwer getan, ne? Die drei Affen da an der Farm. Auch nicht schön. Weil du hast halt einfach keine Deckung, ne? Dann habe ich gehofft, man kann sich ein bisschen vorbeischleichen. Um so wenig Uffriss wie möglich zu machen. Ja, und die AK, die wir da gefunden haben, die spielt sich echt nice. Problem stelle ich dann aber gleich fest, dass das nicht dasselbe Kaliber ist. Wie die AK, die wir gerade geführt haben. Hier ärgerlich. Und ich krieg dafür auch keine Magazine aktuell. Also nicht zu kaufen, auf jeden Fall. Obwohl dann nach der Mission, wir geben ja jetzt für Labrad den Kasten ab und dann tut sich ein neuer Händler auf in der Basis. Und die verkauft AK-Zubehör. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Die hat auch einen Auftrag für uns. Die möchte, dass wir Werkzeug besorgen aus ihrem ehemaligen Haus oder so oder Arbeitsstätte.
Und ja, aber selbst die hat jetzt noch nicht auf Stufe 1 ein Magazin dafür und auch keine Munition. Dass sie wenigstens mit einem Magazin arbeiten könnte, aber ist nicht. So machen wir dann weiter mit unserem alten Modell, was ja extrem geldsparend ist, muss man ja einfach sagen. Ne? Die haben wir ja in der Kiste gefunden. Die schießt mit der Munition der Rebellen. Ich musste bisher nichts einkaufen, weil das der Munitionstyp vollkommen ausreichend ist für das, was hier so rumhampelt, ja. So ein Bandana der Panzerung haben wir zum Glück noch nicht dabei gehabt, wo jetzt einer wirklich viel weggesteckt hat. Deshalb hat sich das Ding richtig bezahlt gemacht für mich. An der Stelle habe ich jetzt irgendwen gehört. Also ihr bestimmt auch. Und dann ist die Situation so ein bisschen. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich durch die Maschendrahtzaun getroffen habe, weil das, ich finde das manchmal ist das wirklich noch sehr schlecht nachvollziehbar. Ob wann eine Kugel ein Hindernis durchschlägt oder nicht. Oder. Glas, finde ich, funktioniert gar nicht. So, das sind ja keine hochwertigen Panzerglasscheiben, die hier in den Lehmhütten verbaut sind, ja, aber. Klappt einfach nicht. Ja, merkt ihr, die hat eine schöne Kadenz. Ich finde, die hat auch wenig Rückschlag so. Und als ich dann aber also nachladen wollte, habe ich festgestellt, geht gar nicht. Und da musste man schnell zurück zum alten Modell. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, natürlich, irgendwann muss man ja anfangen, Krach zu machen. So komplett durchschleichen ist, glaube ich, nicht. Und ja, jetzt reagieren natürlich die Leute von der Straße und links daneben irgendwie auch. Und auf einmal zieht mich ins Haus zurück und das wird dann nur so halb gestürmt und. Ah, da hab ich mir gedacht, Mann, ey. Allerdings ist danach dann wahrscheinlich auch der ganze Ort befreit. Also ich habe hier für die beiden Missionen wahrscheinlich wieder. Also Dorf habe ich bestimmt ausgerottet.
Das hier war natürlich ein netter Fund, ne? Dieselbe Kommandoweste, die wir sowieso schon haben, nur in einer cooleren Farbe und bei vollem Zustand. Der wurde jetzt erstmal ein bisschen umdisponiert. Ich werde so viel wie möglich mitnehmen. Und ich habe auch festgestellt, ich habe mal auf den Rückweg, den ihr halt nicht mehr gesehen habt, wo wir die Supplies abgeben mussten, habe ich auf dem Rückweg einfach viel Waffen eingesteckt und Magazine. Alles vollgeknallt, habe vorher mein Zeug ausgesoffen und gegessen und dann den Rucksack richtig zugehämmert. Und ich konnte dann tatsächlich so 3000 bis 4000 Dollar machen, nur mit diesen Waffen, die ich abgegeben habe. Das war nicht so ganz verkehrt. Ja, das war dann das Coole, ne? Dann habe ich mir so eine Mühe gegeben, da irgendwie einzudringen. Und war dann schon froh, dass ich alles beseitigt hatte in der Umgebung. Und dann hat es irgendwie schon auf dem Weg durchs Restaurant so Klick gemacht. Und ich dachte so, Mann, das, was wir bergen sollen, da oben ist noch ein Raum. Und der war verschlossen. Und dann hat es weiter Klick gemacht und es ist mir eingefallen, ich hatte irgendwann mal einen Schlüssel gefunden. Ja, den habe ich jetzt natürlich nicht bei, der liegt in der Basis und somit war das dann schon mal gestrichen. Und dann blieb uns nur noch die Aufgabe, diesen Koffer wegzubringen. Und das geht natürlich auch nicht ohne Gegenwehr.
Ja, damit war die Sache dann abgeschlossen. Der Ort war befriedigt. Oder befriedet, so. Aber das habe ich erst lange überlegt. Bestelle ich mit Hubschrauber, aber beide Positionen, die halt in der Nähe gewesen wären, waren beides Grütze. Und so habe ich mich dann entschlossen, den Weg zurückzugehen, den wir schon frei gemacht haben. Macht immer am meisten Sinn eigentlich. Und genau, und dann denke ich mir auch, bin ich zu Fuß nach Hause gegangen. Schön den Fußbus genommen. Weil bis da, also diesmal hätten wir Glück gehabt, es wäre tatsächlich Hubschrauber gekommen, aber in der Zeit bin ich auch nach Hause gelaufen. Und ja, dann habe ich euch eigentlich Tschüss gesagt. Und dann habe ich gedacht, Mann, so lange haben wir jetzt gar nicht gespielt. Und bin dann noch nach Hause, das ist natürlich schneide ich jetzt. Und dann sind wir gleich mit Schlüssel zurück im Restaurant. So Leute, willkommen zurück. Und zwar habe ich ja vorweg schon erzählt, dass ich keine Magazine und Munition kaufen konnte für die andere AK. Das habe ich hier jetzt eigentlich kundgetan. Und das Coole ist aber, also wenn es dann doch einen Vorteil hatte, ich konnte ja das Cobra-Visier von dem Ding abbauen und durfte mir das hier raufklatschen. Und die neue Händlerin, die verkauft einen Schalldämpfer. Na, ja, der hat uns 500 Pesos gekostet. Und jetzt sind wir wenigstens schallgedämpft unterwegs. Also haben wir doch irgendwie unsere alte Waffe dann doch ein bisschen verbessern können. Und das hat sich schon auch ein bisschen besser gespielt, vor allem mit der Optik. Die alte ging mir hart auf den Sack. War zwar schön, dass sie da war, aber das Ding hier ist doch besser. Auch wenn es immer noch keine große Vergrößerung bringt halt, ne? Aber das ist ja damit auch nicht gewollt, so. Also nicht für uns, weil wir Lappen sind. Na, ja, dann bin ich nochmal hier hoch und dann war tatsächlich schon wieder neuer Loot. Ich weiß nicht, ob zwischendurch ein anderer Spieler hier war und seinen Scheiß gedroppt hat. Ich habe jetzt natürlich hier nochmal ein bisschen rumgepunnert. Und dann gab es noch einen frischen Rucksack und ein paar Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Der Helm hat jetzt auch nur Stufe 2 Rüstung, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber vielleicht verkaufen oder mal, wenn Not am Mann ist. Noch haben wir ja Platz im Stash, ja. Hier war jetzt mein Gedanke, die Sache noch geiler zu umgehen, weil ich dachte, da sind schon wieder neue Wachen gespawnt und so. Und ist tatsächlich auch der Fall. Oh, also erstmal schon festgesteckt hier. Ja. Na, hier sneak ich von hinten rein, hoch, Schlüsselrinski und mit den Daten nach Hause. Aber das hat auch nicht so richtig geklappt. Und dann geraten wir in so eine Situation, die wir schon mal hatten. Das wie so ein Ameisennest, ne? Oder Wespennest, sagt man. Und dann, ja, wollen die alle ohne zu zahlen hier rein und stürmen die Bude und naja, Treppe hoch. Ich glaube, im Flur haben wir nachher 5 Leichen zu liegen gehabt. Draußen tanzen sie rum. Habe ich nicht verstanden, warum hier auf einmal Gegner wieder waren und an den anderen Stellen dann nicht.
Ich fand krass, dass die einen Raketenwerfer im Versteck haben, ja. Da ist man ja, also das ist jetzt keine Deals oder so, aber ich bin gespannt, was das Spiel dann später mit sich bringt, ne? Ich denke nicht, dass die mit Raketenwerfer rumballern werden und Fahrzeuge werden wir auch nicht erleben. Das ist nicht gewollt von den Entwicklern, kann ich auch verstehen, dass da der Hubschrauber das einzige Transportmittel bleiben soll. Ja, das hat schon so sein Flair irgendwo. Deswegen fährt ja auch keiner in der Zone mit einem Auto rum. Ja, auf jeden Fall haben wir die Dokumente eingesteckt. Ich kämpfe mich hier irgendwann noch frei, weil ich hader hier erst extrem lange, weil ich Angst habe. Am Ende überleben zwei, oder zumindest bin ich der Meinung, es sind zwei, die da rumlabern. Und ich habe Angst, dass die mir in die Beine schießen, weil du kannst ja durch die Treppenstufen schauen, wenn du hier runter gehst. Weil das ist eine Situation, das willst du ja eigentlich nicht. Und du kommst auch nicht aus dem Fenster raus, also musst du irgendwann runter, wenn die Typen nicht zu dir kommen. Ja. Also es dauert hier eine Weile, bis ich mich ausgekäst habe. Ich krieg's aber irgendwann hin. Einer ist einfach festgebackt hinter der Tür. Und den anderen knall ich dann ab. Und dann verpisse ich mich einfach. Und dann gehe ich auch wieder nach Hause. Und damit haben wir die Mission dann auch in der Tasche. Und ich muss sagen, es läuft bisher echt gut so. Ja. Und ich hoffe, ihr könnt mir das ein bisschen verzeihen, dass das jetzt diesmal anders ist mit der Folge. Aber wie gesagt, ich wollte es jetzt nicht wegschmeißen, weil es dann doch zu großer Progress ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wieder wie gewohnt. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Genießt ihn und haut rein. Bis morgen. Hey. Motherfucker. Oh.